Ich grüße euch heute als Kylo Ren Brille 3D, denn in 8 Monaten sitzen wir, am 14.12. sitzen wir wieder und schauen uns Rouge One an. Rouge One, ein Kriegsfilm. So, jetzt muss ich euch als Admin und derjenige, der jetzt über Star Wars sprechen möchte, von 1977 dabei oder seit 1977 mit dabei, als Videojournalist und als Fan und der sich wirklich für Star Wars interessiert, Informationen. Wir waren ja froh, Informationen zu haben. Wir jagen nach Informationen. Heute nennt man das plötzlich Spoiler, da darf man nichts sagen. Also, meine lieben Freunde, wenn ihr kein Interesse habt von Star Wars Informationen, was wirklich erscheinen wird im Dezember, wenn ihr kein Interesse habt als Spoiler, wir machen keine Spoiler, wir jagen hinter Informationen her, die wir dann veröffentlichen wollen hier. Wir wollen hier bei Ultra die Web TV in dem Bereich Sondersender Nordrhein-Westfalen haben wir nun mal den Star Wars Bereich, weil wir ja die Star Wars Figuren auch verkaufen. Hier ist ja nicht nur Information, wir sind Filmhersteller und wir leben vom Film. Wir stehen vor der Kamera, Schauspieler stehen vor der Kamera und wenn man dann das Wort hört, Spoiler, Information nennen wir das. Wir haben jetzt hier die allerneuesten Informationen in Rücksprache, was auf uns im Dezember kommen wird. Ihr seht im Hintergrund schon einiges ablaufen. Ja, und zwar sind mehrere Informationen jetzt hier in diesem Video vereint. Und zwar die erste Information, dass im Dezember ein sogenannter Kriegsfilm, Star Wars Kriegsfilm, erscheinen wird. Da werden also keine Jedi-Ritter, da wird auch nichts mit irgendwelchen Laserwaffen hantiert. Nein, da wird richtig gefeuert. Sturmtruppen greifen an, um an den Todessternplan zu gelangen. Wie wir ja wissen, haben die es ja am Ende doch geschafft. Für die, die ab 1977 im Kino waren, die drei wichtigsten Filme, 4, 5 und 6 gesehen, die alles wissen, was im Imperium passierte. Es wird auch Darth Vader da sein. Wer da drin stecken wird, hat man noch nicht verraten, denn wir müssen 2 Monate warten. 2 Monate müssen wir warten, dann kommt der richtige, echte, erste Taser. Kein Trailer, sondern erst ein Taser. Und dann vielleicht ein Trailer, 2, 3 Monate später, bevor der Film ins Kino kommt. Ja, es wird also ein Kriegsfilm sein. Die Eroberung des Plans des Todessterns. Und Darth Vader wird da sein. Und wird auch vielleicht der Einzige sein, der sein Lichtschwert zückt. Vielleicht auch nicht. Weil, wie gesagt, er wird auch mit seinen Black Stormtrooper da sein. Black. Zum ersten Mal kommt die ganze geballte schwarze Macht. Die Macht überhaupt, des dunklen Lords zum Tragen. Es wird ein sehr düsterer, sehr halben Kriegsfilm. Ein Star Wars Kriegsfilm. Ja, die Truppen greifen an, die Truppen erobern und er versucht mit seinen Stormtroopern das aufzuhalten, was aber nicht klappt. Ja, kann ja nicht klappen, weil sonst hätten die Rebellen das ja nicht geschafft. Also die Rebellen werden es schaffen. So, die zweite Information ist, dass Star Wars sich komplett verändert. Also 77, sagen wir einfach mal kurz und bündig, 2015, mit dem Erwachen der Macht, hat sich auch komplett Star Wars verändert. Star Wars ist komplett anders geworden. Wir können jetzt schwer darüber diskutieren. Wir können jetzt auch schwer angreifen. Aber ich werde es in den Raum, ich werde es jetzt sagen. Star Wars hat sich verselbstständigt. An dem Tag, wo J.J. Abrams aufgerufen bei Star Wars .com, wo er sagte, liebe Fans, macht doch Clips, macht doch selber, zeigt, was ihr könnt, haben wir ja schon aus Norwegen, sogar hier aus Deutschland, haben wir ja mit Darth Maul
wunderbare Clips gesehen. Die haben sich halt auf das Maul eingeschlichen und haben ihn in den Vordergrund rücken lassen. Sogar die Rebels in der zweiten Staffel, da ist er erschienen, Darth Maul, und hilft den Rebellen. Er hilft den Rebellen gegenüber den Imperatoren. Ja, Imperatoren, nicht den Imperator. Ja, sind also auch schon mehrere. Und bei den Rebels sind die ja richtig kräftig unterwegs. Also Star Wars ist nicht mehr. Also das Erwachen der Macht haben wir jetzt festgestellt. Durch lange Unterhaltungen und auch am Set haben wir gesehen, dass es ist anders. Meine lieben Freunde, Fans und Zuschauer und auch Kunden, die gerne diese Figuren kaufen und auch in der Diskussion feststellen, es hat sich was verändert. Es hat sich gewaltig was verändert. Star Wars ist verselbstständigt. Ja, wir können, und das möchte ich auch, dass wir uns darüber unterhalten. Geht bitte auf die, also aus Sicherheitsgründen, YouTuber. Das ist der YouTube-Kanal UltraHD Web TV, richtig. Bei Facebook Sondersender NRW TV, auch richtig. Aber wir haben eine extra Website, eine Firmenwebsite, weil wir ja auch Figuren verkaufen, haben wir eine extra Star Wars Website erstellt, wo wir einige Diskussionen in den Raum stellen, die Wahrheit in den Raum stellen, Recherche und Informationen. Wir haben und verfügen über sehr viel Information. Wir sind seit 1977 dabei. 1999, da hat sich Star Wars ja schon verändert. Viele joken wegen Jar Jar Binks. Nun, Jar Jar Binks wird nicht kommen, es werden viele andere nicht kommen. Harrison Ford hat auch in einem Statement, in einer Unterhaltung gesagt, dass er schon, okay, er mag die Rolle Han Solo, er mag diese Figur, ist okay, aber er wollte nicht mehr. Er wollte es einfach nicht mehr. Er war der Meinung, darüber können wir jetzt alles streiten, aber Harrison Ford war der Meinung, dass Han Solo einfach von der Bildfläche verschwinden sollte, um andere Charaktere besser nach vorne zu holen. Also er fand Han Solo zu sehr dominant und Chewbacca, also diese beiden Persönlichkeiten, fand er zu dominant und er war der Meinung, auch zu J.J. Abrams, lass doch diese beiden Figuren verschwinden, ja, und lass andere kommen. Wenn wir jetzt nach Rogue One, wenn wir überhaupt nach 2017, also wenn heute der achte Teil angeprangert wird, wenn heute Werbung für den achten Teil gemacht werden würde, kann man schon mal sagen, Star Wars hat, also Disney hat nämlich schon Bedenken, weil das wie gesagt ein ganz anderer Film sein wird, der jetzt kommt, Ende des Jahres. Er wird also wie gesagt so ein richtiger Kriegsfilm sein, so richtig geht es zur Sache und hat nichts mehr so mit diesem Trilogie, mit diesem Mythos Star Wars zu tun. Also da werden sie schauen, ob das nicht in die Hose geht. Also die haben da so ihre Bedenken. Obwohl, Film ist Film, wenn er gut ist, wenn er uns anspricht, Star Wars sowieso. Deswegen kam ich ja da drauf, Star Wars hat sich verselbstständigt. Die ganzen Star Wars Fanfilme, wenn man sich die anschaut, wie die zusammengeschnitten wurden, wie der Mythos aufgesaugt wurde, wie der Mythos verbreitet wurde, wie der Mythos so richtig episch wird, wenn man die Charaktere, die neuen und die alten, ganz aus allen Teilen richtig schön zusammenschneidet, kommt ja eine eigene Geschichte, eine eigene Dominanz, ein ganz eigenes Universum auf uns zu. So, ihr könntet jetzt halten, wie ihr möchtet. Ihr könnt jetzt sagen, zu viel Spoiler. Ihr könnt jetzt sagen, nein. Also wir stehen dazu. Besonders ich, euer Medienkanzler, ich stehe absolut dazu. Seit 77 Informationen. Also ich habe mich tierisch, also früher, es hat sich ja sowieso alles geändert. Heute schreiben wir 2016 nach Cebit. Und wir haben natürlich 1996 nach Cebit. So mittlerweile müssen wir elektronischen Bürger, wir müssen immer nach Cebit gehen. Ja? 1996 Industrie 3.0, der Computer, Internet
Und jetzt 2016, Datenströme, eigene Videoclips, Handys und so weiter. 2017 Cebit oder 2020 Cebit wird wieder gigantisch ganz anders sein. Jetzt kommen auch diese 3D-Brillen, deswegen habe ich halt die heute mal auf hier. Die Cyberspace-Brillen, die VR-Brillen, die Datenbrille, alles ist ja jetzt im Kommen. Sogar Star Wars arbeitet an 360-Grad-Spiele. Nicht nur 360 Grad, sondern auch an 3D-Spiele, ja, mit der Brille, wo man so richtig, und es wird also anders werden. Deswegen sagte ich noch einmal, verselbstständigt. Die ganzen Spitzenfilme, die die Fans drehen, einfach nur gigantisch. Ich gehe auch gerne mal hier aus dem Bild heraus. Die sind gigantisch. Das macht Spaß zu erleben. Der ganze Mythos. Also ist wirklich eine Galaxie auf Erden durch Star Wars Krieg der Sterne. Wie seht ihr das? Also beim Sondersender NRW könnt ihr es drunter schreiben. Bei Ultra HD könnt ihr es nicht unterschreiben. Im YouTube-Kanal ist gesperrt. Weil wir drehen Informationsfilme, Imagefilme, E-Casting, und deswegen haben wir keine Kommentare, weil wir das weiterhin beruflich betrachten. Wir sind also beruflich unterwegs, wir sind keine Fans. Wir kriegen also richtige, waschechte Informationen, die wir auch benötigen als Unternehmer. Wir müssen ja wissen, was wir unseren Fans bzw. den Fans anbieten, der wahre Star Wars. Star Wars ist eine Ware. Und wir begleiten die nur, wir haben da nichts mit zu tun, die schönen Zeiten sind vorbei, 77, 99, seitdem Disney das Sagen hat, verselbstständigt sich Star Wars. Da geht kein Weg dran vorbei, da könnt ihr jetzt meckern, schreien oder sonst wie. Wir werden nur noch Informationen verbreiten, wir werden uns das wirklich anschauen, wir werden zuhören, wir werden gucken, was sie uns erzählen. Und das werden wir dann auf dieser Seite hier verbreiten. Und wer keine Informationen mag, ja, wer das überhaupt nicht, ne, dann bitte nicht schauen, ignorieren. Wir werden alle Informationen über die Filme sammeln, aufarbeiten und freigeben. Für die, die es mögen, im Wissen, was da auf einen zukommt. Für irgendwelche Fans und so weiter, die haben ja ihre eigenen. Also der YouTube-Kanal ist ja mittlerweile zwischen 15 und 45. Ist ja die New Generation, Y-Generation mittlerweile genannt. Und wir, die seit 77 da schon 20 waren, müssen ja für die Oldies, für die alten Fans, die halt mit der gesamten Sache noch gar nicht so sich beschäftigt haben, die auch das ganze Universum von Star Wars gar nicht eruiert haben, die immer noch in 4 und 5 oder 6, 4 und 5 und 6 gibt es nicht. Es gibt 1 bis unendlich. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wir müssen uns an 1 bis unendlich gewöhnen, an alle Charaktere, die irgendwann irgendwo. Und da sind wir auch beim Kernpunkt und beim Schluss. Star Wars wird sich auch so weiterhin verändern, dass Stars kommen. Hier bei Rogue One. Bei Rogue One kommt sogar ein Topmodel. Ein Irish Topmodel kommt. Sie sagt zwar nicht, aber diese Düsterheit, die sie da gedreht haben, wird im nächsten Trailer zu sehen sein als Teaser. Also Leute, Hammer. Nein, Hammer. Ja, lasst euch nicht überraschen, sondern lebt doch einfach mit. Ja, sich hinsetzen, ist ein Spoiler, was erzählt der denn da? Leute, das ist Quatsch. Wir müssen doch wissen, was abgeht. Wir müssen uns doch freuen. Ja, wenn man doch weiß, da kommt jetzt ein Topmodel, die Szenerie. Okay, wir sind Filmemacher. Wir leben anders, wir denken anders. Wir lieben es zu sehen, wie ein Film entsteht, wie er beginnt zu leben und nachher dabei rauskommt. Ja, nicht nur im Green Studio, nein, überhaupt. Film macht so viel Spaß und an den Spaß müssen wir wieder ran. Das ist jetzt meine Meinung. Euer Medienkanzler vertritt heute seine Meinung. Ja, heute habe ich diesen Videoclip mal so richtig euphorisch, weil die Informationen, die gerade geballt hereinkamen, die wollte ich sofort auf diese Kamera bannen und euch, ja, mitteilen.
Ja, ihr seid bei Ultra HD Web TV, wir drehen Filme in 4K und ist doch klar, dass wir dann die Meister des Films doch richtig beäugen. Boah, wie arbeiten die, was machen die? Da macht so viel Spaß, beim Film dabei zu sein, zu sehen, zu hören, mit den Darstellern zu sprechen, auch mit den Verantwortlichen zu sprechen. Warum macht ihr das so? Welchen Hintergrund habt ihr? Gut, wenn die sagen, das darfst du jetzt nicht sagen, dann werden wir das auch nicht tun. Aber jetzt ist, das ist schon veröffentlicht worden, deswegen haben wir es aufgegriffen. Ich habe es aufgegriffen und habe es jetzt euch gesagt. Topmodel, Kriegsfilm, eine ganz andere Geschichte. Das wird komplett anders jetzt diesen Dezember. Es sind nur noch 8 Monate, deswegen so euphorisch. Das geht so schnell, ja. Ich freue mich schon am 14.12. da wieder die Brille aufzusetzen. Stormtrooper, vielleicht gibt es da auch eine, Stormtrooper aufsetzen oder die hier und sich diesen Film anzuschauen. Also, ich hoffe, diese geballte Information hat euch gefallen über den neuen, der jetzt, wie gesagt, schon fast fertig ist. Die sind da noch am Schneiden, am Machen und Tun. Also, wie gesagt, Stars. Es werden Stars kommen und es wird alles so zusammengesetzt, dass man weiß, wer, wie, wo, mit wem, warum, ja. Und wenn schon Topmodels auftreten, bekommt Star Wars ein ganz anderes Charming. Doch komplett anders. Mit dem Erwachen der Macht, Dezember 2015, hat Star Wars sich langsam um 180 Grad gedreht. Wer das noch nicht gemerkt hat, der ist dann noch nicht in die Tiefe gerutscht. Schaut es euch an, Star Wars hat sich um 180 Grad gedreht und wird so eigenständig werden, so vielfältig, dass das ein regelrechtes Universum, was ich natürlich toll finde, deswegen bin ich auch gerade so euphorisch. Star Wars ist der erste Film, wohlgemerkt, ist ein Film, nichts weiteres, der einen Mythos entstehen hat lassen, der ein Universum hat sich eröffnet. Das hat kein anderer Film geschafft. Star Trek hat es nicht geschafft. Die ganzen anderen Sci-Fi oder Sci-Fiction-Filme, egal welche, UFO, Orion etc. Orion soll auch wieder kommen im ZDF, beziehungsweise Fernsehen überhaupt, also Fernsehen, Kino, Schrägstrich, wollen Orion wieder auferleben lassen. Das war ja unsere Generation der 60er Jahre. 50, 60er Jahre waren das ja unsere Science-Fiction-Filmchen. Auch UFO, dieser englische Sache. Aber da greifen wir raus. Sind wir nicht im Terminus Star Wars, sondern wir sind wirklich, wir sind angekommen in ein Universum voller Krieg der Sterne. Wie seht ihr das?